Schönen guten Morgen von landwirt.com zum nächsten Webinar im heurigen Jahr. Jeder kennt mich ja schon seit vielen Jahren und weiß, dass ich eigentlich sehr, sehr gerne referiert habe bei Veranstaltungen und live. Im Lockdown hat sich alles ein bisschen verwandelt und ist noch digitaler geworden. Aber es passt ja eh ganz gut zu uns eigentlich als digitales Unternehmen. Ist natürlich dieser Weg noch besser und es ist einfacher für uns sogar geworden, zu Kunden auch im Norden von Deutschland vorzudringen. Das freut mich. Ich freue mich auch, dass so viele Teilnehmer immer wieder zu den Webinaren kommen. Ich werde ein bisschen plaudern, einfach deswegen, damit die Leute noch Zeit haben einzusteigen. Alle, die letzte Woche dabei waren, haben ja ganz kurz gehört, welche Tipps, Tricks es gibt, besser online zu verkaufen, dass es halt nicht mehr reicht, nur mehr Maschine online zu stellen, sondern dass man andere Dinge auch noch machen muss, um überhaupt gesehen zu werden unter dem Überangebot. Und man muss ganz klar sagen, es machen inzwischen viele unterschiedlichste Aktivitäten online und da ist einfach der kreative Ansatz gefragt, um gesehen zu werden. Alle, die das nicht gehört haben, es gibt es eh zum Nachschauen auf company.landwirt.com, können sich das dann auch anschauen aus Tricks und Tipps, was man besser machen kann. Bitte einfach ausprobieren, sonst bei unserem Sales-Team oder auch bei mir direkt nachfragen, hey, können wir das Konto kurz anschauen? Wo kann man es verbessern? Welche Möglichkeiten habe ich, besser gesehen zu werden? Es macht sehr, sehr viel Unterschied im Verkauf aus. Ich habe ja letzte Woche erzählt, dass gute Händler um 80% mehr Anfragen haben wie Händler, die halt nur Maschinen einstellen. Und da ist einfach diese Schulungsqualität gefragt. In Wahrheit ist es ja schon bezeichnet, dass immer die gleichen, die Top-Händler bei so Schulungen dabei sind. Darum, sie gehören eh zur obersten Liga der Händler, die sich das anhören, die sich weiterbilden, die immer wieder aktiv sind und was Neues probieren wollen. Also von dem her kann man sagen, ist das schon mal der richtige Ansatz. Und ich habe ja damals gesagt, es sind ganz viele Kleinigkeiten entscheidend und es ist nicht nur diese Präsenz im Internet, sondern es sind viele andere Dinge. Und zum anderen gehört natürlich auch der Verkäufer dazu. Ganz, ganz klassisch, Verkäufer, Verkäuferin ist sehr, sehr entscheidend in diesem ganzen Prozess, kann ganz viel zunichte machen, aber auch ganz viel gut machen. Die meisten machen es ja super gut, muss man sagen, und sind sehr ehrgeizig und machen es super. Und darum möchte ich heute den Referenten des heutigen Tages begrüßen, den Burkhard Babinger, der selbst lange Jahre Verkaufserfahrung mitbringt und sicher bei manchen Deals auch gescheitert ist, nehme ich an. Und in diesen, glaube ich, weiß nicht, wie viel Jahre Erfahrung, wir kennen uns seit über 25 Jahren, sicher einige Dinge gelernt hat. Und der wird uns durch die Evolutionsstufen im Verkauf der letzten Jahre führen und uns sagen, in welche Richtung das geht. Und ich bin auch davon überzeugt, dass der Kunde einen Kundennutzen haben wird. Das wird der wertorientierte Verkauf sein, der in Zukunft zum Erfolg bringt und nicht einfach nur das Verkaufen, so wie wir es vor 20 Jahren gelernt haben. Und ich übergebe jetzt das Wort an den Burkhard, wünsche gute Unterhaltung beim heutigen Webinar. Und ihr könnt natürlich gerne dann auch fragen und interagieren mit uns, einfach im Chat bitte auf den ihr unten auch findet. Wir haben auch ein paar Umfragen vorbereitet. Also viel Spaß in der nächsten Stunde. Danke und übergebe das Wort an den Burkhard. Danke, Thomas. Danke für die einleitenden Worte. Meine Damen sind auch dabei und Herren draußen in den Märkten. Wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich auf die nächste gute Stunde mit Ihnen. Habe einiges vorbereitet zum Thema Evolution im Vertrieb. Evolution bedeutet übersetzt Entwicklung. Und die Entwicklung ist ja ein ständiger Faktor, der uns alle begleitet. Entwicklung selbst bedeutet immer Veränderung. Ja. Und die Veränderung ist nicht so der Freund des Menschen. Darum braucht es manchmal vielleicht den einen oder anderen Input, um an dieser Veränderung oder Entwicklung zu arbeiten. Das Ziel für das heutige Webinar ist, Ihnen einen Überblick zu geben über die wichtigsten Entwicklungsstufen im Laufe der Jahrzehnte im Vertrieb und wo steht die
Vertriebssituation, beziehungsweise wo steht unser Kunde, der sich auch logischerweise weiterentwickelt hat, aktuell. Die Anforderungen, die an Sie als Profiverkäufer immer herausfordernder werden, etwas besser zu verstehen. Das ist auch eine Zielsetzung. Wir werden dann ein paar Verkaufsstile durchgehen, wo Sie selber reinfühlen können, okay, wo befinde ich mich oder wo ist mein Verkaufsstil eher angesiedelt, also ein bisschen Selbstreflexion. Und dann werden wir uns noch das Thema wertbasierten Verkauf anschauen und den Challenger-Sales-Stil und dann ein paar Tipps noch zum Thema Veränderung zum Abschluss. Also ein merkiges Paket. Starten wir gleich. Ich habe ein paar Folien dazu vorbereitet und gebe dazu jetzt mal meinen Bildschirm frei, in der Hoffnung, dass Sie das auch dann sehen können, was ich sehe. So, gehen wir auf den Präsentationsmodus. Jawohl. Gut, lassen Sie uns einsteigen. Kurz zu meiner Person noch, nicht lange, nur ganz knackig, damit Sie auch wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Ich war 30 Jahre in der Landtechnik in Österreich tätig, in verschiedensten Positionen und bin seit 4 Jahren selbstständiger Trainer, Coach und Berater. Arbeite mit vielen Unternehmen und Herstellern im Bereich, sage ich mal, alles, was große Räder hat, also Landmaschine, Baumaschine, LKW, Bus und so weiter. Und habe meinen Fokus dort auf die Entwicklung von Führungskräften, Mitarbeiterschulung, Verkäuferschulung, Werkstättenleiter, Servicemitarbeiter. Unterstütze auch in der Händlerentwicklung entsprechend lokal beziehungsweise in Teams. Meine Ausrichtung geht sehr stark in Richtung Zusammenarbeit, Motivation, Teambuilding und auch praktisches Verkaufscoaching für einzelne Verkäufer, also Einzelcoaching, Gruppencoaching. Kommunikation als wesentliches Thema unseres Schaffens und ein Steckenpferd, das mir sehr wichtig ist, nämlich der ganze Bereich der mentalen Stabilität. Da ist es ganz klar für mich, dass vieles von dem, was wir umsetzen können, was wir schaffen, sehr stark natürlich mit unserer Einstellung, mit unserer mentalen Ausrichtung zu tun hat. Da habe ich selber sehr viele positive Erfahrungen in meinem Leben gesammelt. Ja. Das kurz zu meiner Person. Steigen wir dann ein in die sogenannte Evolution. Vor dem aber kurz noch eine Frage, also wie ich was über mich erzähle, zu Ihrer Tätigkeit im Vertrieb. Wir wollen einmal schauen, erst einmal ein bisschen Interaktion machen, damit Sie auch was einbringen können. Einmal eine kleine Übung. Und zwar haben wir da eine Umfrage vorbereitet, einfach um bei Ihnen abzufragen, wie lange Sie in Summe im Vertrieb tätig sind. Thomas hat das schon gestartet, wunderbar. Einfach reinklicken und ankreuzen, ob Sie weniger als ein Jahr, 2 bis 5 Jahre, bis 10 Jahre, bis 20 Jahre oder schon mehr als 20 Jahre in Summe. Wenn man zwischendurch einmal was anderes gemacht hat, in Summe die Vertriebsjahre, das quasi die Erfahrung, dass wir ein bisschen einen Einblick bekommen, wie sich jetzt die Gruppe hier zusammensetzt. Ja. Bitte Sie um kurze Aktivität. Einige haben überhaupt keine Verkaufserfahrung, weil wir haben noch nicht 100% Teilnehmer, aber wir sind schon, ja, es wird immer mehr. Also wir sind schon bei 83%, die das ausgefüllt haben. Super. Jetzt will ich noch 85 und dann gebe ich die Umfrage frei. Einfach. 86. Sehr gut. Super. Dankeschön. So, und ich gebe jetzt die Resultate frei. Wunderbar. Aha, okay. Man sieht, ja, ein sehr guter Mix. Großer Block zwischen 6 und 10, also schon mit mehrjähriger Verkaufserfahrung, dann bis 20 und dann auch für sehr viele, spricht für die Nachhaltigkeit in der Branche über 20 Jahre. Ja. Und ein paar, die erst ganz frisch dabei sind. Wunderbar. Danke, es ist interessant, gut zu wissen, wie das Spektrum ausschaut. Es ist sicher für alle was dabei, für die, die einsteigen.
und oder eingestiegen sind in diese spannende Tätigkeit und für die, die schon viel Erfahrung haben. Sie können die Umfrage jetzt schließen, einfach unten auf Schließen drücken, dann ist dieses Feld wieder weg. Gut, danke für Ihren Input. Ja, der erste Schritt heute ist schon getan. Dann steigen wir ein in das Thema Evolution im Vertrieb. Ich höre es gerade. Okay. Interessanterweise kann ich jetzt in die Präsentation nicht weiter drücken. Haben wir schon die erste technische. Ah, jetzt geht's. Dankeschön. Super. Evolution im Vertrieb. Sie haben hier ein Chart, das schaut sehr komplex aus, ist aber einfach zu verstehen. Wir haben hier zwei Achsen. Hier haben wir die Marktanforderungen, also die Anforderungen unserer Kunden. Und hier haben wir die Achse, wie sich der Landmaschinenhandel entsprechend dazu entwickelt hat. Ja. Und wenn man hier in die von der Zeit her doch etwas weiter zurückgeht in die 80er Jahre, ja, dort war der Hauptfaktor, der den Kunden und uns als Händler beschäftigt hat, das Produkt und die entsprechende Versorgung dazu. Ja. Also relativ einfach, innovative Technik, wenn man, ich sage jetzt mal ganz einfach ein Beispiel, wenn man damals einen Traktor schon mit EHR anbieten konnte und das war damals ein innovativer Schritt, dann war man dabei, das hat der Kunde gewollt und man musste schauen, dass man das Produkt hat oder hoffentlich vom Lieferanten bekommt. Ja. Einfache produktbezogene Versorgung. In den 90er Jahren hat sich dann mit der Entwicklung der Landwirte, wo es natürlich immer mehr um einen verlässlichen Einsatz der Technologie auch gegangen ist, das Thema Kundendienst, After Sales als Hauptfaktor oder als Entwicklungsfaktor auf der Händlerseite dazugesellt. Ein professioneller After Sales in der zweiten Stufe war und ist natürlich noch immer ein wesentliches Thema. Wir reden hier von Evolution. Das heißt nicht, dass Technik nicht mehr wichtig ist. Also das ist nur eine Weiterentwicklung aufbauend über die Jahrzehnte. In dieser Phase, wie gesagt, sind dann die ersten Serviceverträge entwickelt worden und der After-Sales-Bereich hat auch in der Wirtschaftlichkeit immer mehr an Bedeutung gewonnen auf der Händlerebene. Im nächsten Schritt dann so um die Jahrtausendwende ist es beim Kunden immer mehr in Richtung Produktionskapazität gegangen. Ja? Also was kann ich aus der Maschine entsprechend rausholen? Ja? Größere Maschinen, mehr Arbeitsbreiten, mehr Leistung und natürlich auch mehr Technologie in Verbindung mit immer mehr Beratung. Ja? In der Phase kann man sagen, sind die ersten Service-Seminare für Landwirte entstanden. Dort hat man dann schon mehr in Richtung Ausbildung, Schulung, Beratungstätigkeit im Angebot geschaut, um die Maschine zu optimieren, zum Beispiel metrische Einstellungskurse und solche Sachen, ja, im Feld teilweise, also mehr in die Richtung Beratung. Ja. Und wenn man jetzt dann weiterschaut in die letzte und aktuell höchste Stufe in der Evolution, in der wir uns jetzt befinden und die sich natürlich auch ständig weiterentwickelt, da haben wir so in den letzten 10 Jahren ganz speziell einen Fokus sehr stark und das vor allem natürlich bei den Profibetrieben, Profilandwirten, Profilandunternehmen, einen sehr starken Fokus in die Richtung intelligente, integrierte Lösungen. Ja. Der Kunde, und das ist die Realität, der Kunde selbst, der Landwirt, Landunternehmer, ist immer mehr fokussiert auf das Ergebnis, ja. Sprich auf das, was überbleibt am Ende des Tages. Und dazu braucht es halt diese intelligenten Lösungen immer mehr und sie sind sehr unterstützend. Und das bedeutet auf der Händlerebene immer mehr Integration des Händlers in die Welt des Kunden. Ja. Also wenn man da Beispiele hernimmt, im Smart Farming Bereich, den man ja jetzt ja, jeder schon kennt, ja, von der Fernwartung angefangen, Remote Control ist kein Fremdwort mehr, das Thema Flottenmanagement, Schulungen, Datentransfer, Serviceverträge, nicht nur mit technischem Service, sondern auch mit Schulungen und mit Updates der Technologien, eine Hotline für Anfragen, wenn die Technologie entsprechend Probleme macht oder wenn es um Informationen geht, auch mittlerweile schon
bezahlte Hotlines. Also es gibt hier verschiedenste Modelle, wo der Händler oder Sie als Händler sehr gefordert sind. Natürlich, das ist klar, das ist eine Herausforderung, wo es aber zu einer absolut integrierten Variante kommt, wo man extreme Kundenbindung damit generieren kann. Und dieser Weg schreitet unaufhaltsam voran, was natürlich nicht bedeutet, dass es nicht weiterhin Gott sei Dank Nebenerwerbslandwirte gibt und auch kleiner strukturierte Betriebe, aber die Entwicklung im Vertrieb geht ganz klar in die Richtung, und auf das sollte man sich vertriebsseitig einstellen beziehungsweise in diese Evolution auch mitgehen. Wenn man das Ganze jetzt nun sich anschaut von der Seite der Trainings und der wissenschaftlichen Begleitung dieser Entwicklung im Vertrieb für den Verkäufer, dann hat man hier entsprechend auch natürlich Evolutionsstufen. Den Namen Dale Carnegie kennt man vielleicht, das war der Prophet im Bereich Verkauf in schon sehr frühen Jahren. Da war der Fokus ganz klar auf die Beziehungsebene und auf das Produkt. Ja. In den 90er Jahren, haben wir vorher schon angesprochen, ist es dann immer stärker in der Ausbildung, im Training, in die Beratung gegangen. Wie kann ich einen Kunden entsprechend beraten? Dort war es schon notwendig, etwas mehr über den Betrieb des Kunden zu wissen. Ja, das hat man sich schon ein bisschen auch in die Abläufe mehr hineindenken müssen, nicht nur in die Beziehung und die Technik des Produktes. In dem so 2003 hat dann die Sharon Through Morgan Technologie oder ein Stil für den Vertrieb entwickelt, der sich als im Englischen heißt Self-Facilitation, also Förderung des Kaufs. Ja. Da ist es darum gegangen, den Kunden die Hürden hinzunehmen. Ja. Natürlich auch Beratung und Produkt, aber da ist dann schon in Richtung gegangen, im Finanzierungsmodelle entsprechend anzubieten, um die Hürde von Liquidität zum Beispiel zu lösen. Also oder daran zu arbeiten, dass man bei größeren Kunden entsprechend auch schaut, dass die anderen Teilnehmer in der Entscheidungsfindung auch mit eingebunden werden, um, wenn du jetzt einen Gutsbetrieb hernimmst, wenn der Verwalter in eine Richtung wollte und der Eigentümer gesagt hat, das muss ich mir anschauen, dass man dort entsprechend mitgeholfen hat, auch diese Informationen oder diese Verbindung mit allen Teilnehmern zu schaffen. Also Förderung des Kaufs. In der Zwischenzeit dann neuzeitlich schon quasi jetzt hat sich der Challenger-Sales-Stil entwickelt und den werden wir uns ein bisschen genauer noch anschauen. Und McKinsey aus eines der weltweit aktuell, sagen wir, höchst entwickelten Standard im Verkaufsstil gestartet, so 2009 mit dem wertbasierten Verkauf. Ja. Und mit all diesen Entwicklungsstufen, und das ist das, wo ich Ihnen heute wirklich was mitgeben möchte, ist es absolut immer notwendiger geworden, mehr Verständnis und mehr Information über den Betrieb des Kunden und seine Abläufe und seine Interessen zu bekommen. Ja. Einmal auf einer Metaebene quasi so grob drüber. Wenn Sie sich diese Formel hier rechts mitnehmen können und das, was da dahinter steht, sehr einfach, ja, dann ist es schon ein großer Schritt, sage ich mal, oder es kann man viel draus machen, wenn man das möchte. IQ plus EQ, ja, also die IQ weiß man, das kann man messen, ja, ist jemand ein bisschen gescheiter oder weniger gescheit, ja, das ist ein Faktor, den man kennt, ja, sagt nicht viel aus, ja, in Wirklichkeit, wenn er nicht kombiniert ist mit dem EQ. Und dieser EQ, das ist im Prinzip der Faktor, da gibt es auch schon Tests, aber nicht so wie beim IQ, so detaillierte Auswertungen. Das ist im Prinzip die Fähigkeit oder die emotionale Kompetenz. Ja? Wie gehe ich mit dem Kunden um? Wie gehe ich mit Menschen generell um? Und diese Kombination, das ist wichtig. Wissen, wir brauchen weiterhin Wissen, ist klar.
Wissen über das Produkt, über die Technologie in Kombination mit entsprechender emotionaler Kompetenz. Das ist der sogenannte Erfolgsfaktor. Man hat früher mit reinem Fachwissen viel bewegen können. Heutzutage ist man mit reinem Fachwissen, ja, kommt man nicht mehr weit. Die Welt ist komplexer geworden. Die Menschen sind ja vielfältiger geworden, herausfordernder. Man weiß, die Kunden, jüngere ja, Landwirte fordern uns im Vertrieb ziemlich, ja, wissen viel, haben viel Zugang, haben andere Ideen, haben andere Werte. Ja. Und hier braucht es zu dem Fachwissen enorm viel emotionale Kompetenz. Ja. Und die braucht es auch, um vom Kunden mehr erfahren zu können. Kurz jetzt ein Blick in die emotionale Kompetenz, die fünf Säulen der emotionalen Kompetenz, damit Sie auch wissen, was da damit gemeint ist in der Praxis. Die erste Säule und die allerwichtigste ist die Selbstwahrnehmung. Also das ist die Selbstreflexion, sagt man. Was bedeutet das praktisch? Also wenn ich jetzt einmal zum Beispiel mir bewusst bin, wenn ich immer wieder regelmäßig Probleme habe, weil Kunden sich bei mir oder beim Chef oder wo immer wo beschweren, weil sie das Angebot zu spät kriegen oder weil entsprechend die versprochene Rückmeldung nicht erfolgt ist und ich dadurch eigentlich immer genervt bin, weil ich halt so wieder was vergessen und jetzt habe ich wieder einen verärgerten Kunden. Wenn mir das einmal bewusst ist, dass das ein Problem meinerseits ist, ja, dann ist das der erste Schritt, nämlich der wichtigste. Ja. Und dann kommt der nächste und der ist natürlich dann sehr wichtig, weil die Wahrnehmung selbst ist einmal Basis, aber dann geht es um die Selbstregulation, also das Thema auch zu kontrollieren. Das könnte dann zum Beispiel bedeuten, dass ich hergehe und an meinem Selbstmanagement arbeite und an meiner Organisation oder vielleicht mit ein bisschen IT-Unterstützung oder vielleicht am CRM-System oder mit Outlook oder Erinnerungen oder mit einem Kalender, wie immer, wo ich mir die Dinge aufschreibe und regelmäßig reinschaue. Es ist dann jedem überlassen. Natürlich gibt es digital jetzt schon tolle Sachen. Jedenfalls die Sache dann auch wirklich zu regulieren, zu kontrollieren oder daran zu arbeiten, ja, in Schritten. Ja. Eine wesentliche Säule ist dann natürlich die Motivation in der emotionalen Intelligenz. Es ist klar, wann ich als Verkäufer motiviert bin, wann ich meinen Job gern mache, wann mir das Freude macht, wann ich gerne in diesem Umfeld tätig bin, dann hat das einen wesentlichen Einfluss auf meine eigene Befindlichkeit und natürlich auf meinen Erfolg und auf die Wirkung beim Kunden. Good in, good out. Also wenn ich positiv reingehe und mich nicht runterziehen lasse von den Gejammer manchmal, dann kann man damit sehr viel bewegen. Im Wissen um die Welt des Kunden braucht es dann sehr viel Empathie. Ja? Was ist das? Das ist keine Krankheit. Empathie ist im Prinzip einfach nur die Fähigkeit, sich in die Position eines anderen hineinzuversetzen. Ja? Wenn es um einen Kunden geht, wirklich einmal in die Rolle des Kunden zu gehen, und aus seiner Sicht seine Werte, seine Interessen und seine Welt einmal ja, zu betrachten. Ja. Und da kann man dann auch viel an Fragen und in der Verkaufsstrategie damit verbinden. Ja. Was auch notwendig ist, weil wir werden später sehen, dass die Herausforderung, einfach die Welt des Kunden zu verstehen, doch eine wesentliche ist. Und da ist auch gescheit, wenn man manchmal Fragen stellt. Fragen stellen, und das ist dann die letzte Säule, Frage stellen, eben gut kommunizieren zu können, richtige Fragen zu stellen und auch zuhören zu können. Das ist dann in dem Bereich der sozialen Kompetenzen angesiedelt und das rundet dann im Prinzip die emotionale Intelligenz ab. Ja. Also diese fünf Säulen in Verbindung mit natürlich Fachwissen ja, sind die Treiber für einen erfolgreichen Vertrieb, aber nicht nur im Verkauf, sondern das sind natürlich auch Säulen, die im persönlichen Leben, ja, also egal ob in der Familie, in Beziehung, wie immer, einiges bewirken kann, auch in der Zusammenarbeit mit Kollegen. Gut, wenn wir jetzt weiter reinschauen, wie kann man dann entsprechend diese emotionale Kompetenz mit einem guten Verkaufsstil kombinieren? Die Challenger Sales
Forschung, wie sie sich bezeichnet, hat Verkaufsziele bei mehreren tausend Verkäufern in einem bestimmten Investitionsgüterbereich, der im großen Ausmaß auch unsere Branche mit eingefasst hat, untersucht. Und da ist man in den Verkaufsstilen auf 5 verschiedene Verkaufsstile gekommen. Ja. Kämpfer, ja, den Fleißigen, dann gibt es den Herausforderer, den Beziehungsmensch und den reagierenden Problemlöser. Diese 5, das sind jetzt nicht abgegrenzte Cluster, ich meine, wir bewegen uns ja, entsprechend immer zwischen den Welten. Nicht? Weil manchmal sind wir fleißiger, manchmal arbeitet man mehr beziehungsmäßig, manchmal müssen wir Probleme lösen und kämpferisch sind wir manchmal auch. Das ist ganz klar. Da geht es darum, dass man herausgefunden hat, dass sich bestimmte Menschen, ja, und Menschen sind halt unterschiedlich, Gott sei Dank, eher in einem dieser Cluster, Verhaltenscluster, wie man so sagt, befinden und dort auch entsprechend vorrangig interagieren, wenn es um den Vertrieb geht. Ja. Und wir werden diese 5 Verkaufsstile jetzt durchgehen und ich bitte Sie wirklich, für sich selbst, nicht für mich, einmal reinzufühlen. Und die folgenden 2 Fragen, die werden wir dann später auch entsprechend abfragen, anonym natürlich, ja, einmal für sich reinzufühlen, was am ehesten die Vorgangsweise, also der Stil ist, der einem selber entspricht. Ja, und auch zu überlegen, was wäre ein Stil oder was könnte der Stil sein, der heutzutage in diesem herausfordernden Umfeld am effektivsten oder am erfolgreichsten ist. Ja? Gut, dann steigen wir mal ein und starten wir mit dem sogenannten Einzelkämpfer oder Lonely Wolf. Ja? Was hat der für Eigenschaften? Ja? Diese Einzelkämpfer sind eher instinktiv unterwegs. Der Chef hat es da ein bisschen schwieriger, den mit einem gewissen Regelwerk zu führen. Sind durchaus selbstbewusst, was positiv ist, im Team zwar integriert, aber nicht so, ja, wenn es darum geht, eigene Interessen durchzusetzen, nicht immer so teamfähig. Die Kontrolle jetzt von einem Einzelkämpfer ist etwas herausfordernd. Ja. Die ganze Abwicklung von irgendwelchen Administrationsprozessen, Papieren und so, wie man sagt, und Systemen ist nicht so im Fokus, ist sehr eben kämpferisch dran, beim Abschluss aber nicht immer erfolgreich. Ja? Und kann dann auch nach dem Geschäft im Nachhinein einiges hinterlassen, was dann andere vielleicht regeln müssen. Ja? Also Administration, Prozesse nicht so im Fokus. Das ist so der klassische Einzelkämpfer. Die zweite Ausprägung ist dann der sogenannte Fleißige. Ja? Der fleißige Vertriebler geht immer noch ein Stück weiter, arbeitet bis oft in die Nacht hinein oder die Nacht durch. Ja. Ist ein Kämpfer, also auch kämpferisch, gibt nicht auf. Sehr motiviert, ja, also hohe Eigenmotivation, braucht aber entsprechend Rückmeldung oder hat gerne Rückmeldung von Kunden, vom Chef, von Kollegen und ist interessiert daran, an Weiterentwicklung, an Schulung und so weiter. Das Risiko, das in, beim Fleißigen sozusagen immer mitschwingt, wenn es zu sehr reingeht in die zu lange Arbeitsstunden, ist eben das Risiko, sich auszubrennen. Ja? Also ein gewisses Burnout-Risiko gegeben. Ja, in der dritten Ausprägung findet man dann den reagierenden Problemlöser. Ja? Der ist sehr, sehr verlässlich, wenn es um entsprechend Rückmeldungen geht, intern, also bei den Kollegen, genauso wie beim Kunden oder Lieferanten. Kümmert sich um die Probleme und schaut auch, dass die gelöst werden. Ist ein verlässlicher Mensch, der ja, haut sich in die Herausforderungen richtig hinein. Sehr, sehr viel im Detail unterwegs. Und wenn man ein Projekt aufsetzt, ist er auch gerne dabei, das zu leiten. Hier ist das Risiko, dass es eben bei zu viel Detailorientierung und zu viel Problemfokus zu einer Verzettelung kommt, die dann entsprechend auch herausfordernd sein kann. Dann haben wir in der nächsten Stufe den Beziehungsmenschen.
der Stil des Beziehungsverkäufers ist sehr stark darauf ausgerichtet, im Kundennetzwerk, wie sagt man, Unterstützer, also richtige, ja, auf der Beziehungsebene starke Begleiter zu finden, ja, die er sich über die Jahre aufgebaut hat, ist sehr viel damit beschäftigt, andere zu unterstützen, sehr stark daran interessiert, mit allen zurechtzukommen und ja, intensive Kontaktpflege mit dem Kunden. Ja. Schaut, dass die Dinge für den Kunden so einfach wie möglich sind. Ja. Also manchmal auch der Anwalt des Kunden und ist aber dann natürlich sehr stark abhängig von dieser guten Beziehung. Leidet dann entsprechend auch darunter, wenn es da Probleme gibt. Und das Risiko ist hier in dieser Ausprägung, dass eine Beziehungsebene natürlich auch ausgenutzt bzw. benutzt werden kann von Kunden oder von anderen. Ja. So, und last but not least, der Stil des Herausforderers, der sich klassisch in der Richtung definiert, dass er, sagen wir mal, querdenkt, ja, etwas andere Perspektiven hat vom Geschäft, von der Welt, sehr tief das Geschäft des Kunden und auch die Kennzahlen, sprich die wirtschaftlichen Eckpunkte des Kunden kennt, gerne diskutiert mit Kollegen, mit dem Chef, mit den Kunden, ja, über Gott und die Welt und über wirtschaftliche Dinge wie politische Dinge, der auch durchaus keine Hemmungen hat, da mal sagen, pass auf, das kostet, ja, also den Preis anzusprechen, über Geld zu reden und den Kunden entsprechend antreibt. Das heißt, schaut, dass der Kunde zu Informationen kommt, zum Abschluss kommt, mit dem Risiko, dass er, wenn er zu sehr quasi treibt, den Kunden auch überfordern kann. Oder vielleicht auch manchmal sein Chef. Ja? Der Herausforderer als Letzter. Ja? Gut, wenn Sie jetzt so nett sind und der Thomas wieder die Umfrage startet, zuerst fangen wir mal mit der Selbsteinschätzung an. Wie schätzen Sie, wo sehen Sie sich selbst, in welchem Verkaufsstil denken Sie, dass Sie eher angesiedelt sind? Da haben wir die fünf Bereiche, der Einzelkämpfer, der fleißige Herausforderer, Beziehungsmensch und der reagierende Problemlöser. Wo sehen Sie sich selber am ehesten? Bitte um aktive Teilnahme. Ist alles anonym alles. Aber seien Sie ehrlich zu sich selbst, das ist wichtig. Ja. Schauen wir, dass wir wieder mehr als 85% reinbekommen. Aha, sehr interessant. Okay, aha. Sehr interessant, ja. Sehr interessanter Mix mit einer klaren Mehrheit der Fleißigen, ja. Das ist Fleiß, also das wichtig ist einmal zu sagen, grundsätzlich, wie gesagt, ist keine, das ist keine, wie sagt man, Beurteilung in dem Sinn, was jetzt hier grundsätzlich schlecht ist. Ja, es geht einfach darum, einmal herauszufinden, wo befinde ich mich und eben einmal da drauf zu schauen, quasi als Selbstreflexion, das ist die erste Stufe quasi der emotionalen Kompetenz. Gut, danke. Dann zweite Frage, was denken Sie jetzt, und die ist jetzt spannend, die Frage natürlich, was denken Sie, was ist im heutigen Verkaufsumfeld mit den Herausforderungen, die im Profisegment gegeben sind, was ist der Stil, der auch laut einer Umfrage, die wir dort auflösen werden, am erfolgreichsten ist. Wenn wir die Umfrage starten, wieder dieselben fünf Bereiche. Bitte Sie um Ihre Meinung oder Antwort. Es geht ja schon viel schneller. Wir sind schon auf 60%, 62, geht dahin, 65, super. Wir schauen aber wieder, dass wir die 85 voll kriegen. Es sind so circa 50 Teilnehmer zurzeit online übrigens. Super. Also danke allen, die dabei sind. Das motiviert uns weiterzumachen und auch zukünftig Termine vorzubereiten. Also von dem her werden wir sicher weitere Ausschreibungen machen in den nächsten Wochen und uns überlegen, wer uns als Referent zur Verfügung steht. Super, wunderbar. Mhm. Ja, sehr interessant. Okay, der reagierende Problemlöser. Mhm. Kommt dort mit 41% raus und dann haben wir den Einzelkämpfer 3%, ja, fleißige 24, 14 und Herausforderer 14 und Beziehungsmensch
17. Ja, da werden Sie jetzt staunen, was rauskommt, und ich werde Ihnen auch gleich erklären, warum. Sie können die Umfrage eben auf Schließen klicken und jetzt lösen wir auf folgende Antwort drauf. Ja. Das Studienergebnis, und das waren eben über 3000 Vertriebsmitarbeiter, die hier untersucht wurden und deren Tätigkeit in einem komplexen Verkaufsumfeld. Ja. Wir reden, also was ist ein komplexes Verkaufsumfeld? Da geht es im Verkauf um Investitionsgüter, wo es um entsprechende Produktpakete und Lösungen geht und einen längeren Verkaufszyklus. Ja. Das heißt, nicht jetzt entsprechend quasi Shopping, sondern wirklich ein Verkaufszyklus, der auch entsprechend Stufen hat und einen Prozess hat, so wie es halt in Ihrem Geschäft ist. Ne? Und wir reden da jetzt nicht vom Verkauf von Motormäher, ja, auch wichtig, braucht man unbedingt, ja, nicht falsch verstehen, sondern wir reden wirklich von ja, professionellen Maschinen. Und hier kommt klar raus, dass in dem, um die Grafik auch zu erklären, dass unter den Top-Verkäufern aus dieser Auswertung, ja, unter den Top-Leuten, befinden sich 54% Herausforderer. Dann 25% der Einzelkämpfer und nur, wenn man rübergeht, also 10% der Fleißigen, 7% der reagierenden Problemlöser und nur 4% der Beziehungsorientierten. Ja. Was nicht heißt, nur einmal, dass diese Bereiche nicht ihre Berechtigung und ihre Wichtigkeit haben, aber es kommt klar raus, dass der Herausforderer in diesem Umfeld absolut den größten Anteil hat. Ja. Warum ist das so? Der Herausforderer ist vom Verkaufsstil der fokussiert sich darauf, eine konstruktive Spannung, also ein Spannungsfeld aufzubauen mit dem Kunden, ja, um den Kunden aus der Komfortzone zu locken. Das ist ein sehr herausfordernder Verkaufsstil, ja, führt aber dazu, dass der Kunde gezwungen wird, mehr oder weniger sich Dinge anzuschauen, weil der Herausforderer ihn quasi so weit inspiriert, wenn man es positiv formuliert, ja, dass er mit dem Gefühl, dass er, wenn er sich diese Information oder das Produkt oder die Lösung nicht anschaut, wirtschaftlichen Nachteil haben könnte. Ja. Und dazu und natürlich auch mit diesem Stil sich teilweise vom Mitbewerb abhebt. Ja. Im Gegensatz, wenn man jetzt eben die Beziehungsebene anschaut, die absolut wichtig ist. Bitte nicht falsch verstehen, ich arbeite extrem viel auf der Beziehungsebene. Man braucht das, ja, das ist die Basis. Ja. Aber nur der beste Freund zu sein vom Kunden, ist heute nicht mehr genug. Der Kunde von heute sucht nicht nur einen zusätzlichen Freund, der sucht eine gute Beziehung, ja, aber er sucht vor allem jemanden, der ihn dabei unterstützt, berät, vorantreibt, wie immer, dass er wirtschaftlich erfolgreich ist. Ja. Und der Herausforderer muss diese drei Bereiche, die hier angeführt sind, in Englisch heißt Teach, Tailor, Take, Control, diese drei T's, aber wir sind deutschsprachig, ja. Die erste Fähigkeit ist die professionelle Beratung. Ja. Da braucht es natürlich Wissen dazu. Es braucht viel Information über den Betrieb des Kunden. Es braucht die soziale Kompetenz oder auch die emotionale natürlich. Dann die zweite Säule ist das Maßschneidern des Angebotes nach einer professionellen Beratung genau für den Betrieb des Kunden, ja, wo es auch natürlich entsprechend Interaktion braucht, Information und für Wissen über die Welt des Kunden, was passt genau für ihn da hinein. Und auch die Kontrolle über den Verkaufsprozess. Und es ist so, dass man als Herausforderer alle drei Bereiche beherrschen muss, ja. Beratung, Maßschneidern und die Kontrolle über den Verkaufsprozess. Ja. Es hilft nichts, wenn ich entsprechend Top-Beratung mache, dann mache ich ein Top-maßgeschneidertes Angebot, habe aber den Verkauf, übersehe den Verkaufsprozess und bin dann im richtigen Moment dann Druck, mache Druck und sage, okay, jetzt machen wir den nächsten Schritt. Und der Herausforderer wartet nicht drauf, dass der Kunde anruft und sagt, wann schickst du mir jetzt das Angebot, sondern der
hat den Kunden im Griff und sagt, du, ich komme nächste Woche, Mittwoch hätte ich Zeit, bin ich bei dir. Mit einem Angebot habe ich super vorbereitet, dann setzen wir uns zusammen und das passt für dich natürlich. Ja. Aber die Kontrolle über den Verkaufsprozess zu übernehmen. Ja. Das ist eine herausfordernde Tätigkeit, aber dieser Stil ist bei den Profis immer mehr gefragt und das nicht nur, weil das ist nicht nur Theorie, sondern das ist auch gelebte Praxis. Und ich kann euch auch definitiv sagen, aus meiner Praxis, ich kenne einige Verkäufer, die im Herausforderer-Stil unterwegs sind. Ich habe selber in meinem Team einige gehabt und ich kann die Wirkung bestätigen, wenn alle drei Bereiche zusammenpassen. Ja, und da braucht es eben, ja, ist ein herausfordernder Stil, wenn man so sagen will. Ja. Was muss ich als Herausforderer oder generell als erfolgreicher Verkäufer über die Welt des Kunden wissen? Da möchte ich noch kurz mit euch reinschauen. Wir haben hier für einen Ackerbaubetrieb, für einen größeren, ein paar Herausforderungen für den Landwirt, also für diesen Kunden zusammengefasst und die Ziele, die damit verbunden sind. Ja, nehmen wir nur her jetzt das Beispiel Betriebskosten reduzieren, da geht es natürlich Wartungskosten zu reduzieren, Kraftstoffverbrauch und wenn er Mitarbeiter hat, entsprechend die Kosten für den Fahrer, wenn er anhat, ja, wenn er groß genug ist. Ja. Gilt bei einem Lohnunternehmer natürlich auch. Ja. Also das sind die Herausforderungen und die Interessen, die Ziele, die der Kunde verfolgt. Ja. Da geht es primär nicht ums Produkt. Ja. Es geht darum, sein Einkommen und um das, was er verdienen kann. Ja. Und hier sollte man natürlich ein bestimmtes Wissen haben, das man entweder sich selber erwirbt durch Fachzeitschriften, durch Diskussion mit anderen oder durch Hinterfragen, ja, wo es wieder viel Kompetenz braucht und natürlich auch Beziehungsebene, um das aus dem Kunden rauszubekommen. Ja. Was man noch wissen sollte oder was man noch kennen sollte von der Welt des Kunden, wenn man reingeht, sie kriegen diese Unterlagen auch alle dann zugeschickt, logischerweise. Ja. Was man noch wissen sollte auf einer vertieften Ebene, sind ein paar wesentliche Informationen, ein paar Beispiele, natürlich zu wissen, wer ist der Entscheidungsträger, wer sind da noch Hauptakteure im Unternehmen, wer beeinflusst noch, gibt es einen Nachfolger, redet die Frau mit oder der Vater noch oder der Nachbar, der den Landwirt beeinflusst oder ein Berufskollege, dann auch zu wissen, was mit welchem Persönlichkeitstyp habe ich es zu tun, wie kommuniziert der, ist er eher dominant, muss ich zuhören und nur Fragen stellen oder will der eher Informationen haben, muss ich viel reden. Gibt es auch natürlich vielleicht ein oder andere mit der Zuordnung der Farben, ja, rot, grün, blau, gelb, kann man sich dann ein bisschen ein Bild machen, man kann sich gut informieren heutzutage über die sozialen Medien, teilweise viele der jüngeren Landwirte sind dort auch schon vertreten, größere Unternehmer, Lohnunternehmer haben eine Homepage, um eine Idee zu bekommen, wen habe ich da gegenüber, zu wissen auch, was hat er für Kaufgewohnheiten, in welchen Abständen, Zyklen investiert er und über sein Geschäftsfeld, ja, was produziert er, was hat er für Größenordnung, welche Mitbewerber fasst er vielleicht ins Auge, was hat er für ein Verhalten beim Kaufprozess mit denen man dann möglicherweise auch konfrontiert wird, ja. Das bezeichnen wir als quasi Mikrowelt, Mikrokosmos des Kunden. Und bevor Sie überlegen, was Sie selbst als Ziel verfolgen, was natürlich ganz wichtig ist, ja, sollten Sie, und da sind wir wieder in dieser hineinversetzen und in den Kunden, sollte man sich überlegen, mit welchen Lösungen kann der Kunde profitieren und was ist für den Kunden wichtig. Ja. Ich weiß, das hört sich jetzt so einfach an, aber diesen ersten Gedanken einmal dorthin zu legen und dann natürlich, ja, zu definieren, okay, das ist wichtig für ihn, aber wie kann ich davon profitieren? Was möchte ich als Verkäufer erreichen? Wie möchte ich aus dem Gespräch rausgehen? Wie weit möchte ich im Verkaufsprozess sein? Wann möchte ich abschließen und wie möchte ich abschließen? Ein klares Ziel zu haben, das braucht man dann auch. Aber primär mal in die Welt des Kunden zu gehen. Als letztes Chart jetzt so in der Welt des Kunden haben wir hier
Das haben wir mal für Training vorbereitet, ganz schön einfach grafisch nur skizziert, so wie ein Jahresablauf, also ein Ackerbau als ein Beispiel, kann man natürlich für Grönland und andere Dinge auch aufreißen, schaut natürlich anders aus. Ackerbaubetrieb von der Aussaat bis Düngung und Ernte und entsprechend dann Ernteertrag, Vermarktung bis hin zu den Einflüssen, die von der Maschinenabschreibung, Reparaturen, Service und so weiter einwirken bis zum Nettoeinkommen, zum Einkommen kommen. Jetzt muss man davon ausgehen, dass ein Verkäufer diesen Prozess, diesen Jahresablauf, diesen Zyklus, bei dem es beim Bauern, beim Landwirt gilt, kennt. Ich will jetzt nicht sagen, dass man das jetzt, dass das jetzt notwendig ist, Ihnen das zu erklären. Das wäre überheblich. Da muss man davon ausgehen. Und na gut, wenn man frisch einsteigt, muss man sich vielleicht dort und da mit dem intensiver beschäftigen. Aber wenn man länger im Geschäft ist, weiß man, wie das abläuft. Die Frage ist nicht, ob man das weiß, sondern die Frage ist, ob man damit arbeitet. Die Frage ist, ob man diesen Zyklus verbindet mit seinem Angebot und mit der Diskussion, mit dem Gespräch und mit den Lösungen. Ja. Und da macht es schon Sinn, einmal zu überlegen, okay, was beschäftigt den Kunden so übers Jahr? Nur so als kurzen Input dazu. Ja, bevor wir zum Ende kommen, noch ein Blick in den wertbasierten Verkauf, den ich als, das ist im Augenblick, wenn es um Training geht und viele größere Hersteller und Vertriebsorganisationen gehen immer mehr in die Richtung, sich mit wertbasiertem Verkauf zu beschäftigen. Ich muss ganz offen sagen, wie ich vor Jahren das erste Mal mit dem zu tun hatte und selber als Vertriebsmensch das erste Mal so reingegangen bin in so ein zweitägiges Seminar zu dem Thema, habe ich mir auch gedacht, naja, gut, was wird das jetzt werden? Ja? Theorie und so Kalkulationen und die ganzen Geschichten, ja. War interessiert, schaue ich mir das an, aber ich war jetzt nicht so hundertprozentig überzeugt. Habe dann diese zwei Tage wirklich mich eingelassen, ja, und mittlerweile habe ich dieses wertbasierte Verkaufstraining schon mit einigen Gruppen durchgeführt in verschiedensten Hersteller- und Produktbereichen. Und ich kann definitiv sagen, es hat einen Wert, ja, sich damit zu beschäftigen. Und ist eine eigene Methodik, die eigentlich sehr logisch ist, die aber dann, wenn man reingeht, wenn man auch glaubt, das mache ich ja eh, das kann ich ja eh, kommt man dann drauf, dass man da doch einiges an Lücken hat. Ja. Und am Ende muss ich sagen, also wirklich, alle Verkäufer, mit denen ich da gearbeitet habe, haben am Ende was mitnehmen können und sehr, sehr stark profitiert und auch praktische Beispiele, und da geht es auch um die praktische Umsetzung, dann durchgearbeitet und dann daraus entsprechend was gelernt. Der erste Schritt ist einmal, wenn man einsteigt, geht es um die Vorbereitung, wie gesagt, zu schauen, was habe ich an Informationen über den Kunden zur Verfügung, und das Gespräch mit dem Kunden entsprechend vorzubereiten. Ja. Dann gehe ich zum, das ist einmal, bevor ich zum Kunden gehe, das ist dieser erste Loop. Ja. Hoppla, verzeihung. Dann gehe ich rein zum Kunden, also in den Termin mit dem Kunden und versuche dort diese vorbereiteten Inhalte nochmal abzuklären, sehr tief hineinzugehen, so tief wie möglich mit richtiger Fragetechnik, um möglichst viele Informationen über die Bedürfnisse und Werte des Kunden zu erhalten und die dann entsprechend einzuarbeiten in den dritten Loop. Das ist dann die Vorbereitung eines wertorientierten Angebotes, wo es dann um Berechnung geht, um individualisierte Berechnung für den Betrieb des Kunden, wo es darum geht, dass man Kennzahlen, Werte, Fakten und Daten bestätigt vom Kunden, ja, aus diesem Gespräch heraus, ja, wo der Kunde sagt, okay, das kann ich bestätigen, dieser Wert, den nehme ich, dann kann ich akzeptieren, dann gehe ich rein in eine Kalkulation, ich werde Ihnen dann ein Beispiel zeigen und
komme dann zurück und präsentiere dem Kunden entsprechend dann mit Fakten und Zahlen dieses wertorientierte Angebot. Das ist der Ablauf. Ja. Hört sich jetzt kompliziert an, ist dann, wenn man das einmal durchgespielt hat und ein paar Parameter hat auch und vor allem auch Kennzahlen vom Kunden, nicht so schwierig. McKinsey hat hier auch eine sehr umfangreiche Studie gemacht zu dem Thema, wo liegen denn die Werte der Kunden? Und da gibt es diese Linie, das heißt diese Line of Fair Value, also diese Linie des fairen Wertes, die hat man festgelegt und gesagt, auf dieser Linie, alles was auf dieser Linie ist, da stimmt die Wichtigkeit des Kunden mit dem finanziellen, wirklich nachvollziehbaren finanziellen Einfluss wertemäßig zusammen. Alles, was drüber liegt, wird vom Kunden emotional hochgewertet, ist aber eigentlich über dem rationalen Wert, was wirklich unterm Strich geldmäßig ausmacht. Alles, was drunter liegt, wird vom Kunden unterbewertet und hätte eigentlich eine höhere finanzielle Auswirkung. Ja? Und wenn man jetzt herschaut, da diese Symbole, wenn wir von links anfangen, Innovation, innovative Produkte und Umwelt und so weiter, Umwelt wird vom Kunden eigentlich höher bewertet, als es in Wirklichkeit dann wirtschaftlich sich auswirkt. Das ist ein Vorteil, den ich nutzen kann, wenn ich weiß oder kann davon ausgehen, dass bei den meisten Kunden eben Innovation emotional besetzt ist. Ja, ich möchte was Neues haben und dieser Wert hoch ist. Ja. Der Wert des Komforts hier, zum Beispiel Fahrerkomfort, wird relativ genau eingeschätzt, ja, so auch wie der Treibstoffverbrauch. Der Komfort kann natürlich individuell bei einem Kunden, der, nehmen wir jetzt an, eine Bandscheibenoperation gehabt hat, ja, oder einen Unfall oder irgendwas, ja, kann natürlich wesentlich höher angesiedelt sein. Aber im Normalfall, im Schnitt ist er überbewertet wird, ist die sogenannte Einsatzzeit, Uptime, wie es halt so schön neudeutsch heißt, die Zeit, die quasi die Maschine einsatzfähig ist. Ja. Das ist deswegen auch logisch sehr hoch dort angesiedelt, weil der Kunde das emotional viel, viel höher sieht. Ja. Also für den ist es einfach wichtig, dass er den Stress, dass die Maschine jetzt in die Werkstatt muss und dass sie steht oder dass er als Lohnunternehmer einen Ausfall hat, bei einem Kunden viel, viel höher emotional und deswegen auch höher bewertet, als in Wirklichkeit dann in der finanziellen Auswirkung ist. Ja. Und da kann man natürlich auch, wenn man dort Lösungen hat, wie Ersatzmaschine oder einen guten Wartungsvertrag oder Hotline oder besondere Lösungen, um den Kunden in solchen Fällen zu helfen, dann entsprechend punkten. Auf der anderen Seite, wenn es hier bei dem Smiley, da geht es um das Thema, je nach Struktur des Unternehmens, ist ein Lohnunternehmer, geht es um Kundenzufriedenheit, seine Kunden, ja, oder um Mitarbeiterzufriedenheit, oder um die eigene Zufriedenheit. Ja. Diese Zufriedenheitsthematik wird eher runtergespielt. Ja. Das heißt, wenn man die raufbringen kann und dem Kunden klar machen kann, dass die eigentlich in der Auswirkung, was auch so ist, viel mehr Gewichtung hat, ja, dann kann man entsprechend auch hier, wenn man Argumente hat und Fahrerschulung zum Beispiel macht, diesen Wert nach oben bringen. Genauso wie hier der letzte Wert, die Produktivität, wird vom Kunden meistens etwas unterbewertet. Die Produktivität der Maschine hat meistens dann in Wirklichkeit mehr Auswirkung auf die finanzielle Möglichkeit. Und hier gilt es natürlich in guter Arbeit, diese Werte entsprechend nach oben zu bringen, um, wenn man dann die Lösungen dafür hat, das Angebot wertmäßig entsprechend darstellen zu können. Und das ist nur ein kurzer Überblick über das Chart, wenn man in diesen zwei Tagen arbeitet, ihr habt es in den Unterlagen drinnen, kann man sich anschauen, das ist eine Struktur, die einem hilft, quasi so ein wertorientiertes Angebot aufzubauen. Ja? Den Prozess zu verfolgen, braucht man nicht natürlich jedes Mal, sondern es ist einfach für, nur damit ihr eine Idee habt, wie diese Struktur aufgebaut ist. Ja? Hier ein Praxisbeispiel. Ja? Und ich weiß, dass viele Verkäufer mit so einer strukturierten Vorgangsweise, ja, nicht so happy sind, ja, und sagen, ja, das ist alles theoretisch. Ja. Wenn man es einmal durchgespielt hat und wirklich sich reingedacht hat, dann erkennt man den Wert nur einmal. Ja. Das ist ein Beispiel eines Verkäufers, auf zwei Seiten zusammengefasst von ihm, nicht von mir. Ich habe es anonymisiert.
weil natürlich das vertraulich ist und die Daten und die Preise und die Kalkulation sind so, wie sie reingegeben wurde. Das war ein Unternehmen im Winterdienst, das ist quasi eben den Verkauf von Winterdienstgeräten gegangen für die Salzstreuung, ja, für einen Dienstleister in diesem Bereich. Ja. Und der hatte das Interesse am Produkt und Service war an einer Routenoptimierung, ist klar, so wie bei Lenksystemen, ne? Ist logisch, wenn ich dort entsprechend die Überlappung reduzieren kann, dass ich da damit wirtschaftliche Aspekte habe, die man auch berechnen kann. In dem Fall ist es um die Routenoptimierung gegangen und in Verbindung mit Anschaffung von neuen Maschinen für den Winterdienst. Ja. Es hat einen Referenz, einen Mitbewerber gegeben, ohne Namen zu nennen. Der Preisunterschied in der Ausgangssituation war, dass der Mitbewerber um 9.000 Euro billiger war, ja, im Vergleich zur eigenen Kalkulation, also zum Preisangebot. Das muss man mal wissen. Man muss einmal eine Klarheit haben, wo stehe ich. Entweder kann man es einschätzen oder man informiert sich oder schaut, dass man es, der Kunde sagt es dann eh meistens, ja, da muss man auch mal aufpassen, aber natürlich schauen, dass man die Position hat, wo stehe ich. In dem Fall war der Mitbewerber um 9.000 Euro billiger. Ja. Das Hauptargument, das rausgearbeitet wurde, das sehr rational und konkret war, nicht emotional, es gibt da emotionale Werte, ja, die man rausarbeiten kann in so einer Analyse. Die rationalen Werte waren quasi, der Händler möchte wertschöpfendes Service, also der Kunde möchte wertschöpfendes Service vom Händler haben, mit dem Ziel, dass er sein Geschäft verbessert. Ja. Und der wichtigste Bereich für die Präsentation dann beim Kunden in der Vorbereitung, also diese wertbasierte Präsentation, war, dass der Händler diese Routenoptimierung für den Kunden durchführt, übernimmt, ja, sodass der im Prinzip den Aufwand an Zeit und Stunden sich spart und die Effizienz bei den Steuerrouten erhöht wird und damit ganz einfach gesagt Zeit und Geld und Zeit ist auch Geld, gespart wird. Ja. Was ist da rausgekommen? Man hat sich dann mit dem Kunden auch abgestimmt und das ist wichtig. Der Kunde muss das auch bestätigen, die Zahlen und Fakten. Ja. Man hat sich wirklich mit dem Kunden, und das gescheit einmal tut ein bisschen, ja, niedriger ansetzen und hat dann noch bessere Ergebnisse. Man hat sich auf 15% Zeitersparnis geeinigt und auf 30% Einsparung von Zahl 2 einfach weniger durch die Automatisierung weniger pro Quadratmeter gestreut werden muss und das auch nachvollziehbar dokumentierbar ist. Ja? Also faktenbezogen. Ja? Und das ist jetzt die Kalkulation, schaut kompliziert, das ist relativ einfach. Die Zeitersparnis 3 Stunden gerechnet mit den 4 Kombinationen der durchschnittlichen Anzahl der Vorgänge in der Saison ergibt bei 30 Vorgängen, also immer mal 780 mal 30 entsprechend 23.400 in Summe und davon 15%, das ist die Zeitersparnis, ergibt eine Einsparung von 3.500 Euro im Salz bei 14,28 Tonnen mal diese 30 Durchgänge mal 30% Einsparung des Salzes sind diese Einsparung von 128 Tonnen mal 50 Euro, sind 6.000 Euro und dann noch die Zeiteinsparung bei der Vorbereitung natürlich, die muss man auch kalkulieren, den Lader, Arbeitskraft und so weiter, das hat man mit 7.500 angesetzt. Und wenn man das dann in die Referenzkalkulation gibt, dann kommt am Ende mit der Kalkulation 9.000, wo man im Nachteil abzüglich dieser Vorteile kommt man dann entsprechend auf einen nachvollziehbaren Vorteil im Angebot von 8.500 Euro. Also man ist quasi nicht 9.000 Euro teurer, sondern in der Kalkulation 8.500 Euro günstiger. Und das ist ein praktisches Beispiel, das wurde wirklich so durchgespielt, hat den Kunden überzeugt, man hat das präsentiert, umgesetzt und es wurden dann 4 Streumaschinen, 3 Schneepflüge und so weiter und auch eben dieses Automatisierungssystem mit Reports, also Auswertungen und einen All-In-Service-Vertrag vom Kunden bestellt. Das ist ein Beispiel dafür, ein praktisches, das nicht von mir erfunden ist, sondern das wirklich von einem Verkäufer, und da gibt es viele Beispiele natürlich, realisiert wurde, damit Sie auch sehen, wie schaut das in der Praxis aus. Ja. Gut, zum Abschluss jetzt zum Thema Veränderung.
Veränderung, Entwicklung, haben wir gesagt, ganz am Anfang ist Veränderung. Ja? Und wenn wir in eine Veränderung gehen, ist es meist oft getrieben, leider Gottes, sagen wir es ganz offen, durch den Leidensdruck. Ja? Der Leidensdruck, den kann man ein bisschen rausnehmen, indem man vielleicht dort und da reflektiert dann in eine Veränderung selber hineingeht. Und ich hoffe, dass ein gewisses Bewusstsein und eine gewisse Motivation rübergekommen ist, damit sie motiviert vielleicht sagen, okay, ich gehe jetzt einmal, versuche mal was, gehe einen neuen Weg. Das ist die eine Achse, wenn da die Motivation und das Bewusstsein erhöht wurde. Ja, es ist ein Schritt gelungen. Und dann geht es auch darum, der ist auch wichtig, diese andere Achse ist, damit die Veränderung auch gelingt, dass man einen möglichst ersten, einfachen Schritt setzt, ja, den Sie für sich festlegen. Ja, nehmen Sie sich nicht zu viel vor, sondern setzen Sie Schritte in die Richtung, dann kommt auch mehr Motivation, wenn es gelingt, und dann gelingt auch die Veränderung. Das ist auch eine Ausrichtung, die Sie, auch wenn Sie einen Kunden umdrehen wollen, sehr gut verwenden können, Bewusstsein zu schaffen für die, ihn zu challengen, ja, sozusagen herauszufordern, Ihre Möglichkeiten anbelangt, mit positiver Energie zu motivieren, sodass er eine hohe Motivation hat und dann einen ersten Schritt zu setzen. Das ist nicht gleich der Auftrag, sondern es ist ja, mehr Informationen am Vorführtermin, ja, um ihn dann in kleineren Schritten dorthin zu führen. Wenn Sie sagen, beim Lohnunternehmen möchte eine Flotte jetzt austauschen, 10 Maschinen, ja, wird das bei ihm eher die Veränderung nicht möglich machen. Gut, ich wünsche Ihnen dann in der Veränderung, in der Entwicklung einen Gestaltungsweg. Ja. Wie habe ich Ihnen schon gesagt, mentale Ausrichtung ist ein ganz wesentlicher Treiber. Das kann ich mit hundertprozentiger Erfahrung und auch in meiner Tätigkeit als Trainer und Coach sagen. Fokussieren Sie sich eher auf Lösungen, gestalten Sie, finden Sie Ideen, wie Sie an die Veränderung herangehen können. Sind Sie quasi der die Veränderung selber einleitet oder etwas dazu beiträgt, gehen Sie nicht, kann ich nicht empfehlen, in den Problemfokus mit Ängsten verbunden, in die Opferdynamik. Also so, ich bin immer der, den es erwischt. Das macht keinen Sinn, es bringt auch nichts. Versuchen Sie, auch wenn es manchmal herausfordernd ist, lösungsorientiert eine positive Richtung zu finden. Gut, damit bin ich gut in der Zeit. Ja? Freut mich, dass mir das gelungen ist. Ich hoffe, Sie haben was mitnehmen können. Wenn es Fragen gibt, dann bitte die stellen, wenn sie schon nicht gestellt sind. Und Feedback zu dem Webinar werden wir ausschicken, Thomas, oder? Auf alle Fälle. Wir haben das Webinar auch aufgezeichnet. Ja, super, wunderbar. Schicken nächste Woche einen Link mit allen drei Webinaren, die wir die letzte Zeit gehabt haben, und den Inhalten der Webinare. Also gibt es alles zum Nachschauen. Schnelles Feedback geht einfach per E-Mail an meine E-Mail-Adresse. Was mich besonders interessieren würde, ist auch, welche Themen werden für zukünftig gewünscht? Welche Themen soll man aufbereiten? Für welche Themen soll man Referenten suchen? Weil die Teilnehmerzahl heute war sehr, sehr gut. Auch die letzten zweimal war sehr, sehr hoch. Darum wollen wir so weitermachen, um mit Ihnen zumindest im virtuell persönlichen Kontakt zu bleiben. Sie kennen uns ja aus Netzwerken. Wir waren ganz, ganz viel immer unterwegs. Und von dem her wollen wir diese Kontakte auch zukünftig halten. Und wenn wir es halt nicht persönlich machen können, dann machen wir es über den Weg. Burkhard, möchtest du da was sagen? Ja, wenn es noch Fragen gibt, bitte gerne in den Chat schreiben. Sonst, mit den Unterlagen haben Sie meinen Kontakt auch dabei. E-Mail-Adresse, wie gesagt, entweder Thomas oder an mich, wenn es um Vertriebsfragen geht. Stehe gerne auch telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung. Und ja, möchte mich nochmal herzlich bedanken für Ihre Teilnahme und Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie haben was mitnehmen können. Wünsche Ihnen Gesundheit, ja, und einen positiven Zugang. Dankeschön von meiner Seite. Ich sage auch herzlichen Dank für die Teilnahme. Alles Gute, schönes Wochenende, und wir hören uns demnächst wieder. Dankeschön.